mal hier ein Stück weiter. Weil die sind da weiter unten, da kommen wir irgendwie noch nicht ran. Ein bisschen doof aufgebaut hier das Ding. Boah, was geht denn hier ab, ey? Viel zu enge Kämpfe. Ja. Man sieht gar nichts. Ist hier irgendwas, was diese Viecher da beschwört oder was? Jetzt leider noch nicht. Leute, bei mir stand gerade absorbieren, absorbieren, absorbieren. So ganz oft so. Bei mir auch. Aber hier geht's runter. Hier ist noch so ein kleines Viech. Stufenaufstieg. Warte mal kurz. Das mache ich nämlich direkt. Okay. Weil dann kann ich mich jetzt das Schild anziehen. Und ich kann dann neue Fähigkeiten lernen. Achso, ich kann mal meinem Tier was mit. So, ab jetzt kriegen wir auch Rüstung dazu. Wenn er uns heilt. So, also der Roboter. Ach nö, diese Fliegeviecher wieder. Jetzt mache ich hier schon mit normalem über 1000 Schaden. 1200. Das sollte uns wohl helfen. Warum haben wir denn da so ein Skelett hinter uns herkriechen? Okay. Ach so, wegen einem Fisch oder was? Ja. Könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Bin mal gespannt, wie groß das Ding hier ist. Ob das so schnell durchgeht mit der Ebene oder ob das so große Ebenen sind. Von den 107, ne? Ja. Habe ich jetzt nur 88. Das ist gar nicht so lange her, wo du mir das gegeben hast. Nee. Das ist richtig. Hier sind wieder diese Schleimviecher. Seitdem wir da einmal in diesem Ding waren, kann ich die eigentlich nicht der mehr sehen. Der war halt auch abgebrochen, ne? Ja. Genau das war da auch. Ich glaube, dieser Rüstungsbuff hält ewig, solange ich das Vieh draußen habe. Weil das hält 10 Sekunden und ich glaube, die Salven sind auch alle 10 Sekunden irgendwie so. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr Rüstung. 8%, um genau zu sein. Ey, diese Myrmidonen, ne? Die gehen mir sowas von auf den Sack, weil die nicht runterkommen. Kann die auch nur sehr schwer. Ja, du kannst sie nur treffen, wenn die auf dem Boden sind. Ansonsten kannst du die gar nicht erst treffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir laufen immer weiter. Wir hatten aber oben noch gar nicht alles erkundet. Kann natürlich jetzt auch ein Irrtum sein, dass wir hier so einen Nebenweg gefunden haben. Das kann natürlich, da geht's oben, aber weiter. Ja, ja, deswegen müssen wir mal gleich gucken, ob man nicht nochmal... Kann ich die nicht auch von hier schon so ein bisschen... Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was dann jetzt hier der richtige Weg ist. Aber sollte das hier der richtige sein, dann gehen wir einfach wieder zurück gleich. Ne? Ja. Oder du einfach nur alles zerfetzt mit deinem scheiß Zauber da, ey.
Du hältst vielleicht nicht viel aus, ne? Aber dafür killst du die auch anständig. Ich kraxe hier immer nur so ein bisschen rum. Hältst du auch dementsprechend aus? Ah, hier geht's runter. Guck mal. Boletus Rex. Klingt nach einem Dino. Ja, ne? Boah, war gerade knapp. Hier ist sogar noch ein Miniboss. Boah, ich bin tot. Oh, ich fast auch. Versuch dich zu retten, dann komme ich nämlich zu dir jetzt, ne? Wäre nämlich ziemlich unschön, wenn du jetzt auch stirbst, also lauf lieber, anstatt zu kämpfen. Okay. Das ging schnell. Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Aber diesmal nicht ich. Ja. Toll. Ich mag es lieber andersrum. Boah, was auch immer hier so viel Schaden verursacht. Die kleinen verdammten Pisser, die Pilze. Bist du tot? Ganz klar. Diese kleinen Pilze, die sind heftig, da musst du aufpassen, ne? Ich mach jetzt erstmal das Scheusal weg, weil das macht ja auch so ein dämliches Giftzeugs. Ach, hier ist sogar noch so ein Blob. Ich müsste auch mal gucken, nach rechts geht's auch noch irgendwo entlang. Ach, du bist gar nicht mehr bei mir. Ich war doch gestorben. Ja, hätte sich ja zu mir teleportieren können, habe ich auch gemacht. Ja, scheiße, mein Tier hat jetzt das Teil getötet. Ich dachte, du hättest dich jetzt zu mir teleportiert, statt den ganzen Weg zu rennen und Geld zu bezahlen. Aber naja, wo man nix, wo nix ist, kann man auch nichts bezahlen, ne? Aber ich musste gerade wieder 2000 zahlen. 2000? Hast du 20.000 Gold, oder was? Ja, ich hab, wir hatten doch, gerade mal 10.000. Warum habe ich so wenig Geld? Ja, ich, nicht ganz 20.000, 1900 ein paar kleine musste ich zahlen. Drück mal mein Tier weg. So. Ach so, ja. Hier oben noch lang. Du kannst nix. Platsch. Hier ist noch so ein Pygmäe. Ja, das sind die. Was viel Schaden machen. Pygmäen? Ja. Ein Witz. Ich weiß nicht, was die machen. Aber die machen Schaden, die machen Aua. Oh, klar. Ja, Chlor. Was ist denn mit dem Chlor? Teerschleim schleudert klebrige Teerklumpen. Das kennen wir, ne? Hä? Ich sag, das kennen wir. Ja. Patsch. Was ist denn hier hinten? Warum geht das denn hier immer weiter? Oh, da ist eine Truhe. Kann es sein, dass wir hier einen Geheimgang gleich treffen? Vielleicht sein. Jetzt nochmal nach rechts und jetzt nach unten. Irgendeinen Weg müssen wir nehmen. Und da ich hier gerade Gegner gesehen habe, entscheide ich mich einfach mal für diesen hier. Auch noch so kleine Scheißviecher. Ach, das war's hier schon? Ja, gut, unten war's. G-
gibt's halt noch einen oben, ne? Dann schon mal die erste Truhe. Ja, geil. Was bist du denn für eine Scheißtruhe? Oh. Eine, die viel Kohle gibt. Ich glaube, das sind nicht die Pygmäen, sondern die ganz Kleinen. Das sind die, die so viel Schaden machen. Die haben keine Leben. Mit einem AOE-Zauber sind die sofort weg. Aber irgendwie hauen die den Schaden raus. Also ich weiß, dass mich gerade eben irgend so ein kleines Vieh... Ja, das sind hier diese ganz Kleinen hier. ...da weggemacht hat. Das war echt übel. Diese Schlümpfe mit so einem lila Zipfelhut. Patsch. Da, die hier. Die sind das. Das war mal eine nette Truhe. Die man nicht noch bekämpfen musste. War uns nett gesonnen. Und die auch. Oh, jetzt ist da oben Geld hingeflogen. War bei mir auch. Ups. Ja gut, dann haben wir diesen Abschnitt hier auch abgearbeitet. Dann gibt es aber noch einen, bei wo wir noch nicht waren. Guck mal gerade. Heilimpuls alle 7,5 Sekunden. Okay. Bald haben wir Dauerheal, weil ich kann das, die Dinger haben ja 15 Level, ne? Ja. Und jedes Level verringere ich den Heilimpuls um 0,5 Sekunden und der hält immer 4 Sekunden an. Das heißt, ich kann alle 5 Sekunden für 4 Sekunden heilen. Dann ist immer nur eine Sekunde, wo keine Heilung mehr da ist. Das gibt's doch nicht, ey. Schon ziemlich heftig, ne? Ich weiß, du hast wieder nicht richtig zugehört. Doch, dass da alle mit jedem Level 0,5 Sekunden weniger wird. Ja, und am Ende ist nur noch eine Sekunde, wo nichts mehr ist. Ja. Ja. Ist ja unglaublich. Ja, ich wäre fast gekauft gegangen. Ich muss schon vorher gehen. Voll im Ohr. Voll im Ohr. Das heißt aber halbherzig, nicht halbörig. Platsch. Schleim weg. Das wart. Ich bin jetzt mal gespannt, was da wieder für ein Boss auf uns wartet. Wirklich so ein Dino. Wäre doch geil. Dino hat man noch gar nicht, ne? Stimmt. Wir hatten Drachen und so, ne? Ja. Ne, Drachen hat man die auch? Ja, ich glaube schon. Hatten wir doch diesen Manticore, ist doch so eine Art Drache. Ja, stimmt. Ne, hatten wir sogar zweimal jetzt. Einmal mit und einmal ohne Weibchen. Ich weiß noch, wo ich das Weibchen noch mitgeholt hatte. Ja. Und nur noch Hups kam und ich weiter und du wusstest nicht, woher das, warum dieses Hups. So, warte, ich darf nicht vergessen, den mechanischen Hühner noch zu holen. Guck mal hier. Pilzhöhlenebene 2. Stand da nicht gerade was anderes? Hat da nicht irgendwas mit Wax? Ja, Bolatius Rex oder so. Müssen wir uns wahrscheinlich noch hinkämpfen. Warum auch nicht? Ach, da sind wieder diese Wichte. Pam. Viel zu spät. War schon alles platt. Boah, was hier? Ja, das braucht auch hat immer noch eine Zeit, bis ich auf den, das Mini-Boss dabei. Ich sehe hier gerade gar nichts. Oh nein! Och, fick dich.
entschuldige ich bitte die Aussprache. Ach, egal. Emotion pur. Ich kann nicht zu dir. Wie? Ich kann mich nicht zu dir empfangen. Lol. Was steht denn da als Begründung? Kein aktives Portal. Jabu RP, Pilzhöhlen, Ebene 2. Ich kann nichts machen. Okay. Ich kann mich überhaupt nicht irgendwo hin teleportieren. Ne, wir haben ja auch keinen Wegpunkt. Zu laufen. Warte aber noch mit dem Laufen. Ich versuche mal gerade was. Ich mache noch eben den Miniboss down. Es tut mir leid, dass du dann wieder das nicht mitbekommst. Aber der lässt mich nicht gehen. Und außerdem ist der explosiv. Das steht da ja. So, down ist er. So, ich komme nämlich jetzt mal in die Ebene 1. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Ne? Das hat es ja gerade eben gemacht. Dann gehe ich eben zurück in Ebene 1. So. Und dann beim nächsten Sterben müssen wir dann... So, jetzt versuch nochmal. Musst du auch jetzt hier wieder zu diesem Portal nach oben, ja, ja, ne? Oder muss ich die verrottete... Nee, da sind wir noch nicht drin, ne? Verrottete Fahrt. Geh nochmal zum Wegpunktportal. Versuch dich nochmal zu mir zu porten. Ja, jetzt geht's. Ja, dann geht das nämlich nicht, wenn man in dieser zweiten Ebene ist. Das heißt, wenn du nochmal sterben solltest, in der Ebene wiederbeleben lassen. So Leute, ich weiß, jetzt werde ich etwas tun, was ich vorher noch nie getan habe, aber ich habe gerade richtig Bock auf diese Marzipankartoffeln, die hier vor mir stehen. Ich werde jetzt eine dieser Marzipankartoffeln essen, deswegen wird Steffi das Reden jetzt übernehmen. Ja. Kleiner Riegel. Ja. Also Ebene 1 wird zum Wiederbeleben. Also viel mehr geht ja jetzt nicht mehr. 2. Ja. Falsch gegangen. Und räumt's. Hallo? Meine Fähigkeit bitte. Danke. So. Die war gut. Decken die denn? Ja. Vielen Dank. Weil heute ist Nikolaus. Stimmt, ja. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Könnt ihr mal überlegen, wann wir hier aufnehmen. ich glaube, die Folge wird irgendwann im Januar hochgeladen. Dann ist hier Nikolaus in der Köpfe. Komisch, ne? Dass im Januar Nikolaus vorbei ist. Verstehe ich gar nicht. Und wieder verjährt. Ah, noch einer? Ja. Also, wir haben heute den 6. Dezember. Nikolaus und Steffi hat mir Marzipankartoffeln geschenkt. Ich weiß, dass mein lieber Bruder ja sowas mag, ne? Ja, hin und wieder mal, ne? Oh, Portal. Oh, jetzt oh. Geht's los. Fuck! Was denn? Oh, weißt du, das ist wieder... Das ist bestimmt wieder unser dober Boss jetzt. Ist doch geil. Komm her, Boss! Falle? Oh, was ist denn hier? Denk dann, dass du auch gleich, Da kommt er, Boletius Rex. Dein Schild. Gerade keine Mana. Immer noch keine Mana. Scheiße, ich hab... Oh. Was denn? Muss ich jetzt den kompletten Weg gehen? Mhm. Und zwar schnell. Weil hier sind so viele Viecher. Der Weg ist weit! Oh, hier kommen so viele Pollen runter! So, jetzt läuft er wieder dir hinterher, oder was? Was soll das denn? Ich hau hier eine halbe Stunde auf den einen und der läuft dir hinterher. Guck mal, ich mache an dem 1600. Keine Panik, du hast Schild. Ha? Du hast ein Schild. Oh, super. Oh. Jetzt nicht mehr. Ey, ich hab's gerade gemerkt. Ich wäre fast drauf gegangen. Aber ich finde den... Oh, komm, Leute. Oh, das gibt's doch nicht.
Ist wieder tot? Ich wurde von Filzsporen getötet, ja. Der Boss ist jetzt down, ne? Warte noch! Ja, wie soll ich denn warten? Der Boss ist down, habe ich gesagt. Och Mann, ey, scheiß Pilzsporen. Mann. Fleisch des blauen Boletus. Ja, EPs, die deswegen verloren gehen. Ich denke, da sowieso schon dir hinterher. Nee, die müsstest du eigentlich trotzdem bekommen haben. Wir haben auch einen Schlüssel gefunden. Da ist immer noch so ein scheiß Vieh. Ja, ein paar sind hier noch. Nee, das, also diese Fähigkeit möchte ich nicht mehr missen. Ne? Ich habe selbst an dem Boss 1600 Schaden gemacht. Welche denn? Ah? Welche denn? Meine... Ach so, deine Feuerbombe. Feuer. Habe ich als ja alles gut. So. Portal zur Oberfläche. Butsch. Aber der Boss war nicht ganz so episch wie der davor. Das stimmt. So, was haben wir denn hier? Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Stadt und dann gucke ich mir in mein Inventar rein. Achso, ja. Eigentlich auch. Kommt die denn jetzt schon wieder her hier? Was soll denn das jetzt? Wer denn? Hier so Pygmäen wieder. So, zum imperialen Lager. Und dann können wir nämlich da gucken und verkaufen und direkt die Quest abgeben. Ja. Quest abgeben. Zweihändig. Scheiße. Ja, zweihändig ist kacke. Oh, was würdest du machen? Kacken gehen. Ich hab Schultern an, ne? Dann nicht. Da habe ich 13 Bonus auf Attribut Geschicklichkeit, 4 auf Vitalität und 5 auf Stärke, ne? Ich kann aber bekommen, den ich noch sockeln kann, und der gibt mir 414 Gesundheit. Ich würde nicht so sehr auf Gesundheit gehen. Würde ich lieber die anderen Dinger nehmen. Anhabe. Lol. Dann brauche ich den Scheiß ja gar nicht mehr. Ich wollte aus meinem alten Schild, ne? Mhm. Einen Glutstein rausholen, der 15,6 Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde macht. Ja. Jetzt habe ich einen gefunden mit 22. Cool. Nicht schlecht, ne? Ding hier. Puh. Ich glaube, das nehme ich. Und dann brauche ich den Sockelstein doch. Packe ich den nämlich da rein. So, ich habe jetzt nichts Neues bekommen. Ich schon. Geh mal eben zu dem Typen mit dem Gem zerstören. Zerstört Gegenstände, bewahrt die Edelsteine. Zack. Und dann setze ich den da rein. Jetzt habe ich auch wieder 18.000 Gold. Wieso? Wo sind denn meine Edelsteine hin? In der Truhe. Ihr habt.
das schon Glück als Glück bezeichnen kann. Weiß ich jetzt aber auch nicht so. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir jetzt auch erstmal ein Päuschen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Haben ja wieder einiges geschafft, viele Bosskämpfe in dieser Aufnahme gehabt. Direkt gestartet, zack, Bosskampf gehabt. Ja. Und auch schöne, heftige Bosskämpfe waren dabei. Ich hoffe, ihr hattet weiterhin Spaß und habt weiterhin Spaß mit uns hier bei Torchlight 2, mittlerweile im dritten Akt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, ich gehe mal davon aus, dass es vier sind, weil das ja schon ziemlich an Diablo gleicht, ne? Okay. Und im Diablo 2 waren es vier Akte. Ja. Oder Akte? Akte? Akte. Was? Nee. Akte? Ein Akt, zwei Akte. Akte. Akte? Keine Ahnung. Wir sind im dritten Akt und ich glaube, es gibt vier. Und, weil der erste Teil von Torchlight war ja fast genauso wie Diablo 1. Die ganze Zeit nur Dungeon, 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 Dungeon. Hm? Und der zweite Teil von Diablo lief ja auch über die Oberwelt, genauso wie Torchlight 2. Welch Zufall. Ah, und okay. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es einen vierten Akt gibt. Kann ja, ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist der dritte schon der letzte. Oder vielleicht gibt es sogar noch einen fünften. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir werden es bald erfahren. Und ich hoffe, ihr auch, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Torchlight 2. Tschüss, macht's gut.